Adam Comrie war nicht nur ein sehr guter Eishockeyspieler, er war ein Spitzenteamkamerad, er war ein großartiger Freund, er war immer für jeden da, er war liebevoll, voller Lebensenergie, auch crazy, aber auf der guten Seite, er war ein herzensguter Mensch, mit dem, was man tiefgründige Gespräche führen hat können. Hilfsbereit, wenn du was gebraucht hast oder irgendwer da drin in der Kabine was gebraucht hat, er war für die da. Er wollte für jeden nur das Beste. Er hat sich selber in den Hintergrund gestellt, damit es den anderen gut geht. Er ist jeden Tag mit einem Lachen reinkommen, hat unglaublich gute Stimmung verbreitet, war, wenn es sein hat, müssen er Clown, dass jeder da ist und dass jeder bereit war. Und er war. Ja, er war ein sehr guter Freund. Ich kann das nur wiederholen und es ist schade. Aber er hat jeden Tag genossen. Er hat jeden Tag so gelebt, wie er es wollte. Er hat sich von niemandem beeinflussen lassen. Ja, es ist einfach schade. Und wir werden ihn nie vergessen. Für uns heißt es nicht, er war, sondern er ist. Immer noch ein guter Freund für uns alle und er wird immer in unserem Herzen und in unsere Erinnerungen bleiben. Und von dem her kann ich nur sagen, dass wir ihn sehr vermissen und dass wir alle sehr froh sind, den Adam Con Ron Comrie kennengelernt haben zu dürfen und er hat uns sehr viel Freude bereitet.